Willkommen hier aus dem königlichen Park von Monza zu unserer F1 22 My Team Season mit Audi. Und ja, die Season neigt sich dem Ende zu und ja, ich hoffe natürlich, dass wir noch ein paar Punkte mitnehmen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir heute gute Chancen haben. Die Strecke ist natürlich jetzt eher nicht so an unser Auto gelegen. 5,7 Kilometer, 11 Kurven und ja, 2DS, so natürlich eine High-Speed-Strecke. Und ich weiß nicht genau, ob wir den High-Speed der anderen auch haben. Aber mal gucken. Das werden wir jetzt im Qualifying auf jeden Fall herausfinden. Die Generalprobe. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne ein Däumchen oben da. Und wir starten in unsere Qualifying-Runde. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Und los geht's. Erste Kurve, härtester Bremspunkt der Strecke. Ja, konnten wir sogar ziemlich gut erwischen hier. Der Exit wichtig, wirklich sehr wichtig. So, Anfahrt Richtung Variante 2-3. Hier gab es schon viele Kollisionen. Wir sind schon auf dem 15. Platz abgerutscht. Ich hoffe natürlich, dass wir das in den Lesbos ein bisschen kaschieren können, denn das war jetzt echt, oh mein Gott, da kommt mir mit dem linken Vordreifen ein bisschen ins Kiesbett. Und das ist der 20. Platz aktuell. Lesmo 1 sehr gut rausgekommen, 10. Platz. Lesmo 2, der Exit ist wieder verdammt wichtig, sehr gut rausgekommen, 9. Platz wäre das aktuell. Also ja, wir werden jetzt wieder ein bisschen was verlieren an den Straights, verlieren wir ordentlich an Zeit. Das ist wirklich ein Riesenmanko unseres Autos hier auf dieser Strecke. Zack, zack, Ascari, wunderbar durchgekommen, richtig hart die Curbs mitgenommen und die ganze Strecke ausgenützt und dann geht's Richtung, ja, Parabolica. Wir müssen auf jeden Fall hier noch ein bisschen Zeit rausholen, denn der 16. Platz wäre nicht, als sind wir schon auf 11 aufgehüpft, aber der Exit ist wieder verdammt wichtig. Beim Rausbeschleunigen viel besser wird's nicht, Leute. Es wird der 11. Platz. Sollte heute jede Menge Überhol-Action zu sehen sein. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Norris, Sergio Perez und Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Ocon und Daniel Ricciardo. Der Professor, Tsunoda, Lance Stroll und Mick Schumacher, Gasly, Bottas, Kevin Magnussen und Theo Pourchaire, Joe, Albon, Latifi und Sebastian Vettel startet aus der hintersten Reihe. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Stefan, ich... Das ist also die Starterstellung. Wir starten vom 11. Platz und das wird ein hartes Rennen heute werden, denn unsere Pace ist nicht da. Und ja, der Start war schon mal richtig grottig. Wir sind viel, viel schlechter weggekommen als die Konkurrenz. Hier Ricciardo zieht da davon. Und es ist generell eine enge erste Kurve. Ja, das ist wirklich so eng hier. Ja, es ist, sorry, wirklich, da gibt es die Berührung wie bei De Vries in Miami. Aber da kann ich auch nichts machen. Es tut mir leid. Da wollte ich auch ehrlich gesagt irgendwie zu viel, unser Getriebe ist auch richtig am Arsch. Ich hoffe, das macht es noch durch. Dann geht es hier rein. Hier gibt es auch immer wieder ein paar Kollisionen. Ja, da können wir mit dem besseren Exit oder mit der besseren Linie Ricciardo überholen und zum 2 Plätze gut gemacht. Und das wären auch 2 Punkte. Das ist gut, aber es geht vermutlich noch viel besser heute. Ich will mir da nicht die großen Hoffnungen machen, aber ich denke mal, wir können da ein bisschen nach vorfahren, denn die Konkurrenz hier, Yuki Tsunoda, wird auf jeden Fall George Russell einbremsen. Mal gucken, hier Ascari durch. Oh mein Gott, der Exit richtig schnell geht es hier durch, wirklich. Also hier schon auf der Geraden 330, da müssen wir abdecken gegen Daniel Ricciardo. Aber können wir gerade noch so, Yuki Tsunoda bremst schon ordentlich ein, man sieht das schon. Also der, wird nicht lange vor George Russell bleiben. Und der backt doch ab hier, Yuki. Richtig cool, aber ich denke mal, das wird es trotzdem gewesen sein für den Japaner, oder? Ich glaube, das war's dann, oder? Yuki wird, bleibt er.
Ja, oh, geht weit. Und da können wir auch innen durchschlüpfen, weil Yuki ein bisschen weit gegangen ist. Das war sehr gut. Das war extrem spaßig. Ja, gerade diese knappen Überholungen über die Turn 1. Die machen mir auch ordentlich Spaß. Und hier können wir uns mit rechts und dann ganz spät links ausscheren. Gehen wir auch an George Russell vorbei. Und jetzt wird es dann eher mühsam, denn wir haben 2 Sekunden bereits Rückstand auf Checo Perez. Schaffen wir die überhaupt aufzuholen? In Mercedes schon nicht stark aus. Das ist auch gut, dass Hamilton vor Perez ist. Und hier gucken wir uns nochmal den Start an. Die Start-Repair. Verstappen kommt wieder toll weg. Richtig schlecht ist eigentlich von diesen 4 nur der Ferrari weggekommen. Der wurde direkt von Norris überholt. Dennoch, ja, eigentlich eine gute, ja, und saubere Start-Sequenz hier von uns. Bis auf die Berührung mit Ocon. Aber ihr seht auch, wie eng das hier zur Sache geht. Das ist wirklich richtig schwierig, da den Überhang zu finden. So, mit einem späten Move hier weit können wir in Runde 4 auch Checo Perez überholen. Da hat sich schon ein kleiner Zug gebildet. Wer ist denn der Lokführer? Ich weiß nicht genau. Es könnte der McLaren sein. Ich glaube, es ist Lando Norris. Der wird hier ein bisschen zum Lokführer, weil der hat schon 3 Waggons und wir holen hier. Wir schließen schon langsam auf. Ja, solange wir DS bekommen, ist es gut. Aber natürlich ab dem Moment, wo du als schlechteres, langsameres Auto kein DS mehr bekommst, ist es eigentlich auch schon gelaufen. Ich hoffe, dass es für uns heute noch nicht gelaufen ist, denn wenn wir diese Gruppe überholen, wäre das der 3. Platz. Aber das ist natürlich noch weit hergeholt, denn die Gruppe ist auch, ja, dennoch verdammt schnell. Also auch Norrie hier trotzdem sehr schnell. Wir machen was anderes. Wir gehen Ende Runde 4 in die Box rein. Ich möchte einen Undercut probieren. Wir kommen so und so nicht an dieser Gruppe vorbei. Und ja, vielleicht mit 1-2 früheren Runden reinkommen. Perez ist aus dem Rennen ausgeschieden. Das ist natürlich schade für ihn. Aber mit vielleicht 1-2 Runden früher reinkommen. Und dann probieren wir hier einfach den Undercut. Wir haben nichts zu verlieren, Leute. Weltmeisterschaft, denke ich mal, werden wir da auch nicht viel mitspielen. Also können wir auch, ja, gekonnt hier ein bisschen was Strategisches probieren, um vielleicht doch noch aufs Podium zu kommen. Ja, die Reifen sind natürlich extrem kalt und wir sind, ach, was hat Albon gemacht, warum ist das so weit hinten? Das weiß ich nicht. Jetzt sind die ersten in der Box und auch ein Mercedes. Ist das, es ist Hamilton und auch Leclerc. Leclerc ist vor mir rausgekommen, aber es ist Lewis Hamilton, der schon mal hinter mir rausgekommen ist. Also der Undercut hat wirklich tatsächlich, oh mein Gott, und Norrie hat sogar den Platz auf Hamilton in der Box verloren. Ich glaube, da hat es ein Problem auf jeden Fall gegeben. Wir haben hier overall den 3. Platz, denn Verstappen führt, Leclerc ist 2. und wir wären dann 3. Wie genial ist das denn, Leute? Wir schaffen es tatsächlich hier, ja, aufs Podium, aber es wird noch eine lange Reise, denn es sind noch 7 Runden zu gehen. Und Lewis Hamilton, der klebt uns noch nicht ganz hinten drauf, aber der wird auf jeden Fall nicht Ruhe geben. Also da kommt auf jeden Fall noch viel mehr. Also es ist auch ein Carlos Sainz, den wir hier hinter uns lassen. Das aber viel knapper als Hamilton und die anderen. Auch Russell schlüpft er noch dahinter raus und jetzt wird es echt schwierig. Mercedes wieder mit der Junior-Strategie, weiße Reifen. Und jetzt, boah, das wird so hart werden, diesen Carlos Sainz hinter uns zu halten. Unsere Reifen werden noch zu Rennende hin schlechter werden. Also, ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Das hier, oh mein Gott, und da kommt der Rutscher. Ja, da müssen wir echt aufpassen. Ich habe ein bisschen Schiss, das Ganze bis Rennende zu behalten. Denn es wird echt unfassbar hart, den hinten zu halten, ne? So, und da kommt der Ausscherer. Oh mein Gott, ich habe hier richtig reingeschissen beim Abdecken. Ja, was soll ich sagen? Er zieht da wirklich unfassbar schnell vorbei. Und dann verbremst er sich aber in Turn 1. Da können wir wieder durchschlüpfen. Und ja, es ist halt wirklich hardcore. Es ist wirklich, jetzt ist auch Russell dran mit den weißen Reifen, bitte. Also das wird, oh mein Gott, es wird so knapp werden, dass wir das hier irgendwie für uns entscheiden. Da wird er natürlich nicht überholen, denn er wird sich das DS gönnen im Mittelsektor. Da hat er klebt uns da drauf. Und das ist wieder, wir konnten es durch den Mittelsektor retten.
Jetzt ist Russell an Sainz vorbeigegangen, aber die sind dann alle so knapp zusammen. Jetzt kommt links mal Russell vorbei mit den weißen Reifen, Leute, und rechts dann auch noch Carlos Sainz Jr. Und links noch Hamilton auf. Es ist so eng und Sainz schießt hier beinahe Russell ab. Wir können hier wieder an Russell vorbeigehen und Sainz ist off. Nicht mehr so sicher. Zack, innen. Ja, er deckt halt natürlich innen ab, weil das die Linie ist für die nächste Kurve. Aber da können wir uns irgendwie noch reinquetschen und den... Oh mein Gott, der trennt uns hier von der Track. Der forst uns hier auf der Track, Leute. Das ist nicht schön. Das ist absolut nicht schön, wenn man mit solchen Mitteln arbeiten muss. Also, nein, Mann. Das ist blöd. Ja, es wird... Ich muss hier wirklich so hardcore fighten, aber ich denke mal, es wird so knapp werden. Ein, zweimal gebe ich uns schon noch eine Chance, aber ich denke mal, dann wird irgendeiner durchrutschen von denen. Und ja, das kann nicht mehr lange dauern. Hier wieder, Sainz, wir gehen innen, können wir uns noch einmal verteidigen. Aber der ist so wild, der ist wirklich so drauf und dran uns hier. Ja, anzugreifen. Wieder. Der kommt da wieder nah dran. Er kommt wieder. Wir müssen ihn nicht abdecken. Ne? Und dann wartet er noch immerhin. Aber Halleluja, Leute. Es wird so knapp. 4 Runden noch hier zu gehen. Ende 10. Runde. Er fährt hier zwar ein bisschen neben die Strecke. Aber George Russell übernimmt hier. Lewis Hamilton noch links. Und jetzt haben wir 2 Mercedes hier. Wir können da immerhin noch mit einem späten Bremsmanöver in Turn 1 irgendwie was gut machen. Aber es ist natürlich eindeutig, wir sind jetzt der Lokführer. Ich muss das irgendwie ins Ziel retten. 3 Runden sind es noch zu gehen. Es wird so schwierig werden. Ja, Ende in der Runde Nummer 12. Es ist die vorletzte Runde. Lewis Hamilton ist bereits ohne DS-Hilfe. Zieht er hier an uns vorbei. Und auch, ja, ich glaube, es wird schwierig, hier nochmal den Switchback zu geben. Denn er deckt hier richtig gut ab. Außenpuppe, ja, da geht nichts. Da gehen wir Rad an Rad rein. Der hat das wirklich gut gemacht. Und wir verlieren hier in der letzten Runde leider unseren Podiumsplatz. Den ich wirklich richtig gut verteidigen konnte. Aber, ja, es sollte dann leider nicht werden. Wir gucken uns das Ganze nochmal in den Highlights an. Hier der späte Move gegen Perez, der dann später ausgeschieden ist, leider. Mann, schade. Wir hätten das hier echt gewinnen können. Aber ja, mit dem unterlegenen Auto. Guck dich mal die Leute an, die uns hier richtig... Ja, es war... das habe ich gar nicht gesehen, dass das so hart knapp war. Da wollte ich auch noch abdecken, aber da ging halt gar nichts, wirklich. Also, da war halt der Fall, das war wirklich knapp. Das war so knapp mit Sainz hier, dass der da nicht Georgie abgeräumt hat. Das war echt knapp von ihm. Aber ja, ich habe gekämpft wie ein Löwe, will ich mal sagen. Dann kam hier der Wieder-Move von Carlos Sainz Jr. Rad an Rad geht's da Richtung Turn 1. Und ja, mit dem Verbremser konnten wir uns da immerhin noch vorbeisetzen an ihn. Ah, das war nicht mal der Verbremser, das war ein anderer. Ja, schau euch das mal an. Da hat sogar der Alpine dann schon aufgeschlossen und auch wieder Norrie. Es ist wirklich knapp gewesen, Leute. Aber wir konnten uns da... Ja, es war klar, dass wir da irgendwann den Kürzeren ziehen. Also, es war wirklich... das hat im Rennen gar nicht so knapp ausgesehen. Aber wie viele Leute da uns verfolgen. Das ist wirklich... Ich wollte ihn da ein bisschen rüberhalten, dass er mich nicht überholen darf wegen der weißen Linie. Aber das ist anscheinend kein Kriterium. Wir konnten uns auch da wieder vorne halten. Und ja, ihr seht, Hamilton zieht ein bisschen davon. Ich habe mein Konto aufgebraucht. Das ist leider verloren. Schade. Ich hätte extrem gern hier das Podium mitgenommen. Aber was soll man machen? Verstappen fährt einfach in der letzten Runde die schnellste Rennrunde. Also es ist weird, da geht es einfach nicht. Also das war leider ein Rennen, ich hätte es gern mitgenommen, wirklich. Aber egal. Also, man muss trotzdem sagen, wir konnten. Ja, wir gehen hier als Vierte über die Ziellinie.
Ich würde sagen, rückblickend ist es auf jeden Fall, ja, das Maximum. Wir sind Fahrer des Tages geworden, das freut mich natürlich. Aber es hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn wir es irgendwie aufs Podium geschafft hätten. Aber trotzdem, ich meine, man kann nicht immer am Podium sein. Man kann nicht mit jedem Mittel irgendwie sich aufs Podium mogeln oder irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde das dann auch sehr unfair. Ja, die können sich auf jeden Fall freuen. Aber wir können uns auch ein bisschen freuen, denn ich glaube, Leclerc ist nach dem letzten Rennen immer noch in der Weltmeisterschaft der Führende. Und dass er eben jetzt hier nur Zweiter geworden ist und nicht mal die schnellste Rennrunde bekommen hat, ist sehr, sehr wichtig für den Weltmeisterschaftsverlauf. Auch wenn ich glaube, dass wir in der jetzigen Weltmeisterschaftslauf, in dem jetzigen Lauf, nicht mehr die meisten Chancen haben werden zu gewinnen. Also den Titel zumindest. Aber ja, Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt und ja, ich liebe das Podium hier in Monza. Es ist einfach nur toll. Es ist was Besonderes auf jeden Fall und es, ja, macht das Ganze, rundet die ganze Europatour ein bisschen ab, dieses wunderbare Podium. Ein bisschen wenig Leute sind wir da unten. Und wenn dann auch noch die italienische Hymne läuft, die wirklich eine der schönsten Hymnen ist nach der österreichischen, muss ich echt sagen, finde ich das toll. Verstappen nimmt hier die 26 Punkte mit. Gucken wir mal in die Weltmeisterschaft, denn da wird sich auf jeden Fall ein bisschen was getan haben, weil Verstappen jetzt auch, ich glaube, das letzte Rennen hat er gewonnen? Ich glaube schon. Ich glaube, Verstappen hat auch in Zandvoort gewonnen und da wird es auf jeden Fall jetzt interessant, wie die Weltmeisterschaft an sich aussieht. Und Verstappen, ja, ist ein bisschen gleich jetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, gleich. Theo Pochère leider noch immer noch keinen Punkt. Das ist natürlich bitter. Ja, aber in der Konstrukteurslinie, ja, da sind wir echt weit nach hinten geflogen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze noch weitergehen wird. In Singapur sehen wir uns dann morgen oder übermorgen wieder. Und ich habe Paril Verstappen als Konkurrenten. Schlimmer geht's beinahe nicht. Außer man, ja, bekommt nur Verstappen oder Leclerc zur Auswahl und das ist mir leider passiert. Und wenn ich mir die Pace angucke von dem Red Bull, ja, dann frage ich mich, warum ich wirklich Verstappen genommen habe. Wir nehmen hier die 400k wieder mit und es ist trotzdem Halleluja Verstappen mit dem Auto und der jetzigen Pace, das wird unmöglich werden. 10k haben wir beide Schaden, ich denke mal, das ist dieses Loch in der Nase gewesen von mir. Ja, Theo Pochère, du kannst dich auf jeden Fall, ja, musst ein bisschen dich sputen, denn sonst werde ich dich entlassen. Es tut mir leid, es hört sich hart an, aber das Auto ist jetzt nicht mehr so grottig, dass man dann nicht mehr in die Top 10 fahren kann. Er ist noch immer noch Rookie, wir dürfen es nicht vergessen, er fährt jetzt seit Spielberg, aber trotzdem. Singapur ist das nächste. Oh, ein neuer Sponsor. Oh, drei neue Sponsoren. Mal gucken, was wir da so nehmen können. Ich muss mir da auch immer, ja, den nehmen wir direkt, das hört sich gut an. Verdiene 3 Konstrukteurs-Weltmeisterschaftspunkte, aber da gibt es halt wenig in der Woche. Verdiene 20, das ist wieder sehr viel, denn ich habe ja keinen Fahrer, keinen zweiten, der da was leisten kann. Verdiene 1 Konstrukteurs-Weltmeisterschaftspunkt. Das ist einfach. Erreiche eine Führungsposition und der verteidige sie 3 Runden. Das ist fast unmöglich. Wie soll ich das schaffen? Da muss ich schon immer wieder mit längeren Stints fahren und das ruiniert dann halt auch die komplette Strategie. Fahre die schnellste Rennrunde in einem beliebigen Sesh. Das, glaube ich, ist erreichbar. Ich meine, da kann ich mir einfach schon rot in Q3 raufhauen. Wir brauchen ein Getriebe auf jeden Fall. Das sieht nicht mehr so gut aus. Aber vor Singapur, glaube ich, möchte ich das auch nicht mehr wechseln. Da geht eh nichts mehr. Wir haben ja nur noch 100 Punkte. Und wir gehen mal in die Planung. Ab nach Singapur müssen wir das Getriebe auf jeden Fall wechseln. Weil das echt nicht mehr, ja, das Beste ist. Aber für heute war es das mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir können wieder was fehlgeschlagen. Natürlich. Es ist halt einfach, ich freue mich auf neue Upgrades und dann fehlgeschlagen. Wir probieren auch mal einen neuen Helm auszuwählen oder halt wieder den alten, denn mich, ja, macht das irgendwie kirre, wenn ich da das ganze Rennen mit dem Österreich oder die ganze restliche Saison mit dem Österreich hin. Bevor ich es vergesse, werden wir das Ganze natürlich hier nochmal ändern. Wir springen nach Singapur und ja, hoffentlich hat euch das heutige Video gefallen. Schaut auch unbedingt gern auf Instagram vorbei. Auch mal gerne auf TikTok geht's_Tobi. Macht die 13k bitte voll. Und schaut auch unbedingt gerne auf IT_Gaming vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio.
Und falls euch unser Channel und die Videos gefallen, abonniert auch gern kostenlos das Scandal Derby. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.